Hallo Kackbratzen. Bei dem Namen Suda51 geraten die Synapsen außer Rand und Band. Wer kann denn bitte nicht die Spiele dieses bizarren Gehirns lieben? Suda kreierte die schamlosesten Videospiele in ihrer reinsten und albernsten Form. Und ich hoffe, dass jeder von euch Killer 7 gespielt hat. Falls nicht, dann habt ihr wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. The key players behind the scenes of the four powers utilized their connections and called upon the group known as Killer 7. Es war natürlich nicht leicht, ein so verrücktes Spiel wie Killer 7 zu übertreffen. Aber Suda51 wäre nicht Suda51, wenn er für dieses Problem nicht auch eine Lösung finden würde. Und im Jahr 2012 gab es nun endlich ein Spiel, das das 2005 veröffentlichte Meisterwerk nochmals übertroffen hat. Dieses Spiel war lächerlich, total übertrieben, ein klein wenig sexistisch und bis zum Rand mit den verrücktesten Verrücktheiten gefüllt. Und diese Perle war natürlich Lollipop Chainsaw. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem. Vermutlich ist es überflüssig zu sagen, dass dieses glitzernde Meisterwerk Grasshopper Manufacture erfolgreichster Titel aller Zeiten war. Es mag vielleicht kein perfektes Spiel sein und wer auf schlechte Peniswitze und andere ziemlich flache Scherze allergisch reagiert, könnte mit dem Spiel ein Problem haben. Alle anderen normalen Menschen werden mit Lollipop Chainsaw von Anfang bis zum Ende den größten Spaß ihres Lebens haben. Oh, I hope Nick isn't mad. That's about the worst thing that could ever happen. Der Star des Spiels ist Juliet Starling. Sie ist das nette Mädel von nebenan und eine typische Highschool-Cheerleaderin, allerdings mit dem Unterschied, dass sie ständig eine mit sehr viel Glitzer beklebte Kettensäge mit sich herumträgt. Zum Glück muss man sagen, denn als in ihrer Schule eine Zombie-Epidemie ausbrach, ausgerechnet zu ihrem 18. Geburtstag, war die gute Juliet somit perfekt vorbereitet. Schon allein der Prolog ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn man sich mit der glitzernden Kettensäge den Weg zur Schule bahnt. Hier kommen auch extreme Omne-Chanbara-Vibes auf. Zu Recht, denn diese Perle war wohl das beste Schwertkampfspiel aller Zeiten. Die Dinge scheinen jedenfalls gut zu laufen, als sich Juliet durch die Horden von Zombies schneidet. Doch als wir die Schule erreichen, erhält die heile und glitzernde Welt unserer Heldin einen Knacks. Ausgerechnet ihr Märchenprinz Nick wird von einem Zombie gebissen. Und noch bevor wir vollständig in einem See aus Tränen ertrinken, schnibbelt Juliet ihrem Stecher die Rübe von den Schultern, packt ihn auf ein Lebenserhaltungsding und schneidet sich das Teil um ihre Hüften. Don't hate me! Während wir nun in einem harten Kampf uns durch zigtausende von Zombies metzeln, um herauszufinden, was zur Hölle eigentlich passiert ist und wir mit den größten Krämpfen aller Zeiten in unseren Händen die taffe Ische begleiten, kann ihr Freund Nick die wilde Achterbahnfahrt aus einer entspannten Position aus mitverfolgen und die wohl beste Aussicht seines Lebens genießen. Hinter dem Schlamassel steckt der finstere Emo-Schwan. Euer neuer Erzfeind hatte wohl die Faxen dicke und ließ 5 mächtige Zombie-Fürsten auf die Schule los, um dieser Anstalt mit all ihren oberflächlichen Kackhaufen ein für allemal ein Ende zu setzen. Es liegt nun an euch und natürlich Juliet, dieser Plage Einhalt zu gebieten und dabei die Straßen mit so viel Glitzer und Blut wie nur möglich zu tünchen, gelegentlich sehr schlechte Witze zu machen und für die passende Trophy unserer Heldin so lange und oft wie möglich unter den Rock zu schauen. Das ist aber nicht der Grund, warum wir jetzt Lollipop Chainsaw spielen. Naja, vielleicht doch. Aber der eigentliche Spaß des Spiels ist ein anderer. Es ist ein absolutes Fest, wenn man all die fürchterlichen Zombies in ihre Einzelteile zerschneidet und gepaart wird das mit der absolut zuckersüßen und ziemlich albernen Art unserer Heldin, die auch kaum eine noch so dumme Situation unkommentiert lässt. My teacher, Morikawa Sensei, is the most amazing veteran zombie hunter ever. Oh. Ja, das Spiel ist absolut unangemessen und total abgefahren und bevor ihr euch nun fragt, was zum Fick eigentlich vor sich geht und warum Juliet überhaupt mit einer Kettensäge zur Schule geht, will ich die Sache mal kurz aufklären. Juliet stammt aus einer traditionsreichen Zombiejägerfamilie. Alles, was sie weiß, hat sie von ihrem leicht furchteinflößenden Vater gelernt und so ist es total normal, dass das kleine Mädchen die lange Tradition weiterführt. Nur eben mit sehr viel Glitzer. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir ja hier nicht wegen der Story. Das Grundthema von Lollipop Chainsaw ist ein Mischmasch aus verschiedenen Genres und Stilen, von denen man nicht unbedingt denken würde, dass sie überhaupt zusammenpassen. Es gibt ein bisschen Rockabilly, etwas Grindhouse und vielen anderen Kram, der durch eine Menge Regenbögen, grelle Farben, blinkender Lichter und Glitzer zusammengehalten wird. Ja.
Manche könnten das Spiel vielleicht ein wenig irritierend finden. Alle anderen dürfen sich auf das seltsamste und womöglich beste Hack-and-Slash-Spiel aller Zeiten freuen. Juliet verwendet nicht nur ihre Kettensäge und viele abgefahrene Kombos, um die toten Zombies noch toter zu machen, sondern zieht auch sehr oft ihre flauschigen Pompoms raus, um der Zombie-Brut den Gar auszumachen. My little sister! Let me guess, she's also a freaking zombie hunter? Da es ihr Geburtstag ist, treffen wir auch auf ihre Familie, die Juliet mit einer Menge von Geschenken überschüttet, die in Form von Upgrades für ihre Kettensäge daherkommen. I can shoot your head with this. Und auch der an ihrem Hintern baumelnde Kopf ihres Freundes ist nicht ganz unnütz. Unsere Heldin kann den Kopf mittels dem Nick-Roulette auch als Waffe verwenden, um ihre Feinde zu Brei zu schlagen. Something fishy is going on. No, no way, this is all totally normal. Obwohl wir es in Lollipop Chainsaw mit einer nur sehr spärlich bekleideten Cheerleaderin zu tun haben, ist das Gameplay überraschenderweise ziemlich solide. Der kurze Rock sorgt für die nötige Bewegungsfreiheit und lässt unsere Heldin blitzschnell von schweren Angriffen mit der Kettensäge zu akrobatischen Moves wie Überschlägen und all den anderen Cheerleader-Kram wechseln. Hold on! Hold on with what? Und wer fleißig Zombies tötet, erhält kleine Medaillen, die man dann im Gegenzug für neue Moves ausgeben kann. Allerdings sind die Preise teilweise mächtig gesalzen, aber der hohe Preis lohnt sich, denn mit einem jeden neuen Move oder Combo wird unsere Heldin viel agiler und angriffslustiger, was hinsichtlich des manchmal doch recht knusprigen Schwierigkeitsgrad bitter nötig ist. Das Töten von Zombies füllt auch eure Spezialleiste, und wenn die voll ist, wird ein wahres Blutbad entfacht. Grundsätzlich spielt es sich in etwa wie ein Devil May Cry auf einem Drogentrip. Und wenn Glitzer, Regenbögen und besonders kräftige Kettensägenangriffe nicht schon genug wären, schmeißt das Spiel auch eine Menge interaktive Objekte in den Kampf. Wie auch eine Stripperstange, mit der sich unsere Heldin im Kreis drehen kann, um alle Untoten zu sich zu locken, um sie dann für zusätzliche Punkte in Stücke zu schneiden. Und begleitet wird dieses obszöne Blutbad mit dem wohl besten Soundtrack, den wir je in einem Spiel dieser Art gehört haben. Leider musste ich für das Video die Musik runterdrehen, damit mir YouTube keinen Copyright-Strike verpasst. Schöne Scheiße! Ab und an legt das Spiel eine kleine Pause ein und mit Pause meine ich Minispiele, wie etwa das Ding mit einem Mähdrescher, in dem es darum geht, so viele Zombies wie möglich niederzumähen. Abgerundet wird der Spaß mit teils ziemlich heftigen Bosskämpfen, einen Sack voll schlechter Sprüche, Obszönitäten und jede Menge Gore, und es ist ein verfluchter Spaß, wenn man dann die bereits toten Zombies so unmoralisch wie nur möglich in kleine Würfel verwandelt. Ich weiß, dass man jetzt bemängeln könnte, dass das Spiel nicht wirklich viel Abwechslung bietet und man zu gut 97,5% gegen den immer gleichen Zombie-Typus kämpfen wird. Die Story ist im Gegensatz zu Juliet ziemlich flach und nicht wirklich der Rede wert, und viele werden das Spiel auch nur deswegen zocken, um der Heldin auch nur irgendwie auf die 12 zu glotzen und sich dabei vielleicht ihren Hals verrenken, aber meine sehr verkehrten Kackbratzen. Ich möchte, dass ihr eure vertrockneten Augen mal für einen Augenblick auf das im Hintergrund gezeigte Material wendet und diesen Moment in aller Stille und verdienter Aufmerksamkeit begutachtet und dann sagt mir, wie zur Hölle man dieses Spiel nicht lieben kann. Lollipop Chainsaw ist eine überspitzte Karikatur auf die 12.000 immer gleichen Zombie-Slasher-Spiele, die meist in einem langweiligen Mix aus Grau und Kackbraun daherkommen. Lollipop Chainsaw ist anders. Es ist bunt, es ist verrückt und diese Extraportion von Glitzer und Konfetti macht einfach nur süchtig, gerade dann, wenn sie effektvoll aus dem Hals der Gegner sprühen und am besten noch in Zeitlupe. Die Grafik ist sowohl auf der PS3 als auch auf der Xbox ein wahrer Hingucker und man läuft wirklich Gefahr, binnen weniger Minuten an einem zuckersüßen Schock und dank der funkelnden Lichter auch an einem Hirnschlag zu verenden. Aber das Gameplay lässt einem nicht los. Bis eben zu dem Punkt, an dem einem die Finger wie die Hölle schmerzen und man leider gezwungenermaßen eine Pause einlegen muss. Und wie gesagt, ist auch der Soundtrack ein Ding, das einem im Spiel mit der nötigen Energie vorsorgt. Zu schade, dass man hier eben keinen passenden Ausschnitt zeigen kann. Aber grundsätzlich ist von Country, Elektro und Pop alles dabei, um eure Ohren mit der Zunge schnalzen zu lassen und das Gehirn in den Urlaub zu schicken, um mit zum Takt nickenden Kopf und einem Summen auf den Lippen auf Metzger-Tour zu gehen. Oh, Juliet! I've been getting so lonely since you've been wasting all my dark purveyors.
Die Sprachausgabe ist auf der anderen Seite manchmal ein absolutes Chaos, wobei ich mal davon ausgehe, dass man absichtlich die Sprecher so gecastet hat, dass sie mit ihrer teilweise miesen Leistung dem Spiel auch den passenden Ton verleihen. Und das ist auch das Ding. Man darf Lollipop Chainsaw einfach nicht zu ernst nehmen. Es ist komplett unnötig, Diskussionen darüber zu führen, ob nun die Heldin ihren Freund zu einem Objekt degradiert und ihn wie ein Schlüsselanhänger an ihren Hüften baumeln lässt und ihn ab und an dazu benutzt, um sich entweder den Weg frei zu bahnen oder den Zombies die Grütze aus dem Leib zu prügeln. I love you! No, you don't. You just think it looks cool to have a boyfriend who's a decapitated head. Leider ist das Spiel nicht wirklich lang, aber das Gameplay ist eben Grund genug, um immer wieder zu Lollipop Chainsaw zurückzukehren und schließlich will man auch die Level mit der bestmöglichen Punktzahl abschließen und auch alle Kombos freischalten. Auch wenn Lollipop Chainsaw den intellektuellen Anspruch einer Gurke hat, macht das Spiel so ziemlich alles richtig. Es ist farbenfroh, sehr lustig, ziemlich vulgär und auch das Gameplay flutscht fast ohne Probleme. Es kommt zu keiner Zeit irgendwelche Langeweile auf und dank des ziemlich robusten Kampfsystems wird man sich Hals über Kopf in das Spiel verlieben und womöglich mehrmals durchspielen, bis die Kackbratzen vor Schmerz aufgeben. Und trotzdem wird man weitermachen. Es ist purer unverfälschter Spaß und Political Correctness wird ohnehin überbewertet. Man darf sich zudem freuen, dass das Remake nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Nur für den Fall, dass ihr aus unerfindlichen Gründen keine PS3 oder wenigstens eine Xbox zu Hause habt, um selbst mal Hand anzulegen. Also primär an den Controller, denn diese Perle darf man sich absolut nicht entgehen lassen. You know what? This has really been the best birthday ever. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.